Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen habe zu Eltern zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst, mit dem Evoli, mit mir hier in der, das klang gerade eine Aufzählung, also mit dem Zwergenfürst, mit Evoli und mit mir. Oh ja, zu doll geschüttelt, den Controller. Ja, sind wir ganz am Anfang zurück? Nein, ganz am Anfang sind wir nicht. Das Spiel hat schon ein bisschen Fortschritt. Hier sehen wir es. Den 7. Orden haben wir im letzten Part geschafft. Jetzt sind wir auf dem Weg zum 8. Orden und sind hier kurz mal bei der Mutti vorbeigeschaut und haben mal guten Tag gesagt. Ja, weiter geht die Reise. Zurück zum Startpunkt, vom Startpunkt aus weiter voran. So sieht es aus. Und ich lege mir gleich meine neue Klamotterie an. Die Polizeiuniform gefällt mir nicht mehr ganz so gut. Das kann sich mal ändern. Klamottenkoffer. Outfit für Becky und Outfit für Zwergenfee. Outfit für Zwergenfit. Ja. Das ist ein Widerspruch in einem Satz. Zwergenfit. Sommerhut, das sieht gut aus. Brillen, das wäre mal interessant. Haben wir denn noch keine gefunden? So. Ja. Ich sehe sie jetzt nicht, aber. Formelles Shirt, Matrosenshirt. Ja. Eine kleine Matrosin. So, zu Zwergenfee wechseln. Zur Kopfbedeckung. Können wir die eigentlich ganz absetzen? Ne, können wir scheinbar nicht. Schade. Obwohl die schwarze Mütze. Die schwarze. Das steht ihr schon am besten. Obere Zähne. No. Ja, warum nicht? So, Hosen. Dazu passen Hose. Ja. Oh man, schwarz. So sieht es doch in Ordnung aus. Schuhe. So muss das. So. Ein schöner Training-Look. Eine Evoli-Tasche. Ja. Das Outfit auch noch ein bisschen abgerundet. So kann es weitergehen. So sieht es doch in Ordnung aus. Oha. Und Arktos ist immer noch mit dabei. Ja. So schaut's aus. Arktos mit uns unterwegs. Bis wir das nächste legendäre Pokémon fangen. Schauen wir mal, wann das auf uns zukommt. Das nächste legendäre Pokémon, das Neji. Hier schon in Vertania City. Ich meine, da was gehört zu haben, dass es hier irgendwo einen Weg zu einem Kraftwerk gibt. Ich suche gerade bewusst danach. Ein Kraftwerkweg. Ein weiteres legendäres Pokémon auf uns wartet. Hier in Alabastia. Hier nach links irgendwo. Nee. Scheint hier nicht zu sein. Okay, vielleicht wären wir ja drauf gestoßen. Unfreiwillig. Mal schauen, erstmal nach Alabastia. Ja, nicht nach Alabastia, sondern hier. In dieser Stadt, Vertania City. Auf dem Weg nach Vertania City. Guck mal, Helm müssen wir nicht. Sind geheilt. Hervorragend. So. Da haben wir hier auch die Arena. Die müsste hier ganz in der Nähe sein. Hier, die Arena. Und da wartet schon Mordi auf uns. Pokémon Arena von Vertania City. Der Mordi hat es noch nicht geschafft. Steht noch vor der Tür.
verschlossen. Wie gedacht. Aber warum? Sesam, öffne dich. Wir sind hier nicht in Aladdin. Huch! Hey, Zwergenfee, sag doch was, anstatt mir dabei zuzusehen, wie ich mich hier zum Hampelmann mache. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Verrate mir lieber, wie viele Ohren denn du dir schon erkämpft hast. 7? Damit liegen wir ja Kopf an Kopf. Fehlt bloß noch diese Arena hier, also die Arena von Vertania City. Aber auch aus irgendeinem Grund ist sie nicht offen. Wir müssen jemanden finden, der uns sagen kann, warum wir nicht in die Arena kommen. Fällt dir da jemand ein, der uns helfen könnte? Ja. Der alte Mann dort. Blackie, Professor Eich. Blackie, das ist doch... Die ist gerade nicht live, aber sonst könnten wir ja mal sie befragen. Boni! Ach, diese Blackie. Aha, meinst du? Okay, ich habe kein Wort verstanden. Der alte Mann da vielleicht? Wie bitte? Ich weiß heute ja nichts. Natürlich nicht, sorry. Das müssten wir uns noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich bin mir aber sicher, der alte Mann da drüben, der weiß Bescheid. Wie bitte? Ich bin nur ein alter Mann. Ich bin alt und krank und das ist... Wer wart ihr nochmal? Natürlich nicht, sorry. Dann... Blackie vielleicht. Woody! Ich hab kein Wort verstanden. Puh, ja, dann bleibt hier noch eins übrig. Der alte Mann! Wie bitte? Ich weiß wohl gar nichts. Natürlich nicht, sorry. Da müssen wir uns doch mal durch den Kopf gehen lassen. Tja, dann nehme ich wohl... Ja, ich zögere das Ganze nur hinaus. Wir nehmen Black hier. Ja gut, es ist jetzt mal, hat sich mal ausgekäst. War nicht lustig. Natürlich, wer sonst? Na los, machen wir uns auf die Socken. Ich wollte euch ein bisschen triggern. Sorry. Sieh mal an, Zwergenfee und Mordi ist auch mit dabei. Ihr wirkt beide so erwachsener als ihr bei unserem letzten Treffen. Ihr seid hier so groß geworden. Und ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Lasst mich euch jemand vorstellen. Das hier ist mein Enkel. Wie war noch gleich sein Name? Mordi war sein Enkel. Nee, wie war das? Gary war sein Name. Gary. Das hat man ihn immer genannt. Komm schon, Opa, du und deine Demenz. Das war noch nie witzig. Außerdem kenne ich die beiden schon längst. Ja gut, jetzt habe ich das überblättert. Du und deine Späßchen. Achso, das war blau. Aber lassen wir das. Viel wichtiger ist, ihr beiden habt da eine echte reife Leistung abgeliefert. Was ich? Mordi. Ja, die Sache mit dem Rocket. Wer hätte gedacht, dass der Boss sich höchstpersönlich in der Sith Company umtreiben würde? Und ihr beide habt ihn zur Strecke gebracht. Naja, um ehrlich zu sein, das war meine Leistung. Ganz allein, ich war's. Das Zwergenfee hatte gar nichts gemacht. Ich war das ganz allein. Ich hab mich ganz alleine um Giovanni gekümmert und hab den ganz alleine besiegt. Also. Zwergi hat da nicht mitgeholfen. Ich war das ganz alleine. Na wenn schon. Zwergi hat sich trotzdem mit reingehängt und Zwergi war trotzdem mit dabei. Mordi. Also, das schreit für mich geradezu nach einer Belohnung für euch zwei. Ich glaube, ich habe den Text ein bisschen umgeändert. Ein klein wenig. Kann sein. Du hältst einen Schlüsselstein von Blau. Verstaust das Item in der Kampftasche. Oho, ein Schlüsselstein. Damit lässt sich bei einigen Pokémon eine sogenannte Mega-Entwicklung auslösen. Das ist
eine besondere Art der Entwicklung, die es in der ersten Generation noch gar nicht gab. Eine Mega-Entwicklung, das habe ich ja noch nie gehört. Mit Hilfe von zwei bestimmten Steinen, einem Schlüsselstein und einem Megastein, kann ein Pokémon einmal pro Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Pokémon werden stärker, um mit noch mehr Einsatz für ihre Trainer kämpfen zu können. Die Mega-Entwicklung ist also ein Ausdruck der tiefen Bindung zwischen Trainer und Pokémon. Dazu fällt mir ein Gedicht ein. Schlage zwei Herzen im Takte so reine, gepaart mit dem Zauber beiderlei Steine, so wird mit Getöse in all ihrer Macht die Kraft der Mega-Entwicklung entfacht. Ja, gut. Das war ja eher schlecht als recht. Genau. Hier, ich habe noch was für euch. Ihr könnt doch sicher was mit dem Megastein anfangen. Du hältst ein Bisaphonit, ein Gluraknit X, ein Gluraknit Y und ein Totoknit. Zu viel des Guten. Also das wäre wirklich nicht nötig gewesen, Blau. Also das wäre also wirklich nicht. Das ist so viele Geschenke auf einmal. Euer Ziel ist doch die Pokémon-Liga. Stimmt's? Da könnt ihr sie ja mal ausprobieren. Alles klar, okay. Aber jetzt erstmal zum Kraftwerk oder zumindest erstmal zum achten Orden. Zur achten Arena. Da werden wir wahrscheinlich hingeschubst. Wie ich das Spiel kenne, ist das jetzt so. Also müssen wir nicht lange suchen. Oh, Evoli. Interessiert dich, was ich hier mache? Ich pflücke Blumen. Später werde ich sie zu einem hübschen Strauß binden und einem Menschen schenken, der mir sehr wichtig ist. Das ist aber ein Geheimnis. Behalte es bitte für dich. Zu spät. Das hättest du vielleicht vorher sagen sollen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Das ist jetzt leider auf YouTube. Tut mir leid, ich kann dein Gesicht verpixeln. Nee, kann ich nicht, aber ich werde deinen Namen nicht nennen. Den weiß ich eh nicht. Hast du schon das Neueste gehört? Der Arena von Vertania City ist wieder da. Das freut dich doch bestimmt, oder? Du solltest gleich bei der Arena vorbeischauen. Na los, ab mit dir. Evoli fliegt noch ein Blümchen. Okay, aber was ist, also ich meine, da gab es doch ein Kraftwerk, oder? Das ist, ich brauche doch hier noch das legendäre Pokémon Zapdos. Ich habe das gelesen. Wissenschaftler haben gesagt, haben bewiesen, haben das in einer Studie herausgefunden, dass hier irgendwo ein irgendwo auf dieser Route wahrscheinlich oder nicht ist da irgendwo ein ein Kraftwerk suchen wir hier. Surft mal durch die Gegend, hier nur Felsen, hier sind wir gleich wieder auf den Zinnoberinseln. Ja, Zinnoberinseln, ja. Den Pokémon ein bisschen ausweichen und den Trainern. Joa, nix. Ich sehe hier nix. Nur um das nochmal abzusuchen. Der Hut ist wirklich klein. Da kann man auch mal suchen. Ne, hier ist nichts. Ich wollte nur immer nochmal nachgeguckt haben. Nicht, dass ich hier wirklich mal an was vorbeilaufe. Das wäre wirklich zu schade. So, ja, also mal weiter zum Orden Nummer 8. Na gut, ich habe jetzt was anderes erwartet. Naja, dann halt das. Was ist los, Arthos? Was? Ja. Ja. Dann halt nicht, verdammt.
So, Veritania City. Gegen Blau mussten wir zum Glück nicht kämpfen. Das wäre ein bisschen... Naja. Das hätte uns zumindest ein bisschen geschwächt. Items könnten wir noch kaufen, aber wir... Ach, Schwachsinn. Wer braucht schon Items? Rein in die Arena. Aha. Na, ein kleiner Tipp von dir. Hau die zukünftige Champ. Champion ins Bay. Wie geht's? Wie steht's? Die Identität des Einheits von Veritania City kennt nicht einmal ich. Aber eins weiß ich. Dank deiner 7 Arena-Orden hast du das Zeug dazu, der Arena-Netter herauszufordern. Alles, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass er stärker ist als alle Trainer, denen du bis jetzt im Kampf begegnet bist. Ach ja, und die Trainer hier setzen wohl gerne Boden-Pokémon ein. Ja, dürfen wir hinkriegen. Warpfelder. Naja, das fahre ich jetzt ja irgendwie schon, gegen wen wir hier kämpfen werden. Ja, ich weiß es auch schon. Ist jetzt kein so großes Geheimnis, wer hier auf uns wartet. Wir versuchen die Trainer bestmöglichst zu umgehen. Ja, so vielleicht. Das war wohl nix. Oh, das war doch was. Hier lang? Nein. Die Tribünen sind unbesetzt. Nein! Erster Trainer. Hey, so langsam geht's dir die Luft aus, was? Ja, von den ganzen Drehen. Da wird mir schon ein wenig schwindelig. So, Diktri wird eingesetzt. Oha. Kampf der Giganten? Nein, noch nicht. Klebe ist immer noch an der Spitze. Naja, ich weiß nicht, ob das so effektiv ist gegen Boden. Ich glaube eher nicht. Wir versuchen mal, können wir es trotzdem. Versuchen tun wir es. Nein, Peter. Ja, Peter ist jetzt hier wirklich nicht effektiv. Oha, sagte er. Okay, besiegt. Na dann, vielleicht mit Peter weiterkämpfen. Man könnte es ja mal versuchen. Sind wir natürlich schon geschwächt für den Arena-Leiter. Aber ja. Ich habe es mir ja nicht ausgesucht. Ich bin ja nicht bewusst hier in den Kampf mit dem Trainer reingeraten. Schaden tut's nicht. Naja, schon ein bisschen, aber was soll's. So. Kit. Kriegst noch keinen Megastein. Den müssen wir dir den wahrscheinlich erstmal geben. Dann wird das Glurak-Lied. Das würde ich gerne sehen. Oh, haben wir hier. Y oder X-Entwicklung. X. So, sehen wir mal. Mega Glurak. Ich bin gespannt. Nice Animation. Genau. Die Y-Entwicklung ist, glaube ich, nicht allzu cool. X-Entwicklung sieht richtig gut aus. Die kann man nehmen. Ja, Batterieleistung der Konsolen lässt nach. Ich weiß. Hast du mal wieder nicht aufgeladen? Selbst schuld, Zweigi. Na komm, Mega Glurak, mach es alle. Jetzt kann ich den noch aufs Thumbnail mit draufnehmen. Sehr nice. Immer eingesetzt. Nimmst du mit aufs Thumbnail. Ja, mal schauen, ob wir den Arena-Leiter heute schon schaffen. Ja gut, mein Team ist ein wenig komprimiert. Na komm, aber diesen ersten Trainer, den werden wir doch wohl noch hinkriegen. Setzen wir halt ein paar Tränke ein. Na komm. Das kriegen wir doch noch hin. Na komm. Evoli hält's durch. Blackie, du kriegst das hin. Na komm. Querzone. Quer, der ist zu Tode. So muss das sein. So. Zack. Das hätten wir. Video besiegt. Wir sind die Pokémon ausgegangen. Du gewinnst 4800 Pokémon-Dollar. Gestik aus dem Kampf gegen den ersten Trainer der 8. Arena. Ja, hervor. Siegreich aus dem Kampf hervorgegangen.
Wenn du schwach bist, hast du nicht die geringste Chance gegen unsere Arena-Leiter. Sagt der Richtige. Beleber. Jo. Das ist durchaus hilfreich. So, was nun? Das könnte hilfreich sein. Ja, auf das Warmfeld muss ich wahrscheinlich drauf. Hinter dem Trainer. Da komme ich wahrscheinlich so schnell nicht vorbei. Ah, hinter ihm kann ich nicht vorbei. So ein Mist auch. Gibt es keinen Ausweg. Ich speichere kurz. Das wäre der Switch eigentlich egal. Ach verdammt, das hatte ich befürchtet. Hier. Ein Kampf gegen ihn. Der erste war nicht nötig gewesen, aber den hier. Den müssen wir uns wohl antun, den Kampf. Die Arena von Vertania, die war lange Zeit geschlossen, aber jetzt ist unsere Arena-Leiter zurückgekehrt. Heute ist sie wieder eröffnet. Ab heute ist sie eröffnet. Ja, reden könnte ich auch nicht mehr. Ein Pokémon. Na komm, das kriegen wir hin. Ein Nidoking. Na komm, ist doch nicht der Rede wert. Mach's Platz. Prof. Ja gut, Prof wollte ich mir eigentlich für später aufheben. Das ist vielleicht der geeignete... Oh, Mega-Entwicklung. Eine 2 Mega-Entwicklung werde ich nicht auf Thumbnail jetzt drauf kriegen, aber schauen wir mal. Geowurf. Na komm, Schlüsselstein. Mega-Totok. So schaut's aus. Wobei. Na, so viel zum Arena-Leiterkampf. Ist vielleicht doch nicht so. Ja. Vielleicht doch nicht so die erste Wahl. Finstaura. Versuch's. Oder werd besiegt. Von mir aus auch das. Nein, nicht von mir aus, aber muss wohl so. So. Arctus. Ich verbrauche hier mein ganzes Team. Und bin dann komplett K.O., wenn ich zum Arena-Leiter komme. Ich hoffe, ich habe noch genug Items mit dabei, die mir helfen. Das Team wieder aufzuputschen. So Eisstrahl. Na komm, das muss doch was bringen. Sehr nice. Nidoran besiegt. Nidoking. Sorry, Nidoking. Der König. So, geht siegreich hervor. Oh, ja, ein kleiner Bug. So, heute wird gebackt. Nein! Der nächste Trainer gleich hinten dran. Allein mein Anblick lässt seinen Pokémon erschaudern. Ja, das glaube ich aber nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Zwei Pokémon. Domtar Hendrik setzt Nidoranio ein. Ich erschaudere. Ich erschaudere auf Angst. Los, Arctus. Eisstrahl. Na komm. Mach's alle. Ja. Habe ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Aber gut. Ganz hohe Anforderungen, ganz hohe Erwartungen an meine Pokémon. Generell. Ach, das hat getroffen oder was, während ich fliege. Ein Wattenmist. Na komm. Greif an. Flieg auf es herab. Nice haben wir schon. Man sieht es sogar im Himmel schweben. Beziehungsweise an der Decke. In Decke kleben. Kann sein, dass ich Fliegen bisher gar nicht eingesetzt habe. So, weiter wird gekämpft. Heute viel los in diesem Part. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch am ersten Part sind, ob ich schon den zweiten Part aufnehme. Mal schauen, wie lange die Kamera, die Konsole noch aushält. Kamera hält noch eine Weile. Konsole ist alle. So. Ein paar Attacken verschwendet. Ein kleinerer Trainer. Hendrik besiegt. So war das aber nicht geplant. Dein Pokémon kringeln sich ja vor Lachen. Gewinnt 2820 Pokémon und Geistigkeit aus dem Kampf gegen den Domteur Hendrik hervor. Aus dem Kampf gegen Domteur Hendrik. Nein! Nein! Wie viele Trainer muss ich hier noch besiegen, bevor ich weiterkomme?
Ein wirklich starker Trainer zeichnet sich auch durch seine elegante Art zu gewinnen aus. Man merkt, dass das hier die letzte Arena ist, die 8. Arena, der 8. Arena-Raum. Ich kann hier wirklich nichts umgehen. Ich muss hier alle Trainer nacheinander besiegen. Mir bleibt hier wirklich nichts verschont. So, Eisstrahl. So mach's alle Nitro Queen. Na komm, davon lassen wir uns doch nicht aufhalten. Das wäre doch gelacht. Ach, das letzte legendäre Eis-Pokémon lässt sich nicht so leicht von dem Nitro Queen aufhalten. So, noch einmal Eisstrahl. Ein bisschen Attacken verschwenden. AP. Uns für den Arena-Wetterkampf schon sehr nützlich wären. Aber gut. Henrike besiegt die Schwester von Hendrik oder was? Nur weil sie ähnlich heißt. Naja, ich habe den Held verloren. Und 4800 Pokémon da geht siegreich aus dem Kampf gegen sie hervor. Sie. Sie heißt aber nur sie. Nein! Dann geht's zurück. Was? Nein. Nicht noch mehr Trainer. Narrk. Wir haben bald alle besiegt. Das Rätsel, also nicht Schalterrätsel, sondern Warpfeldrätsel. Nein. Ich will nicht. Ja, vielleicht können wir hier zurückgehen. Vielleicht ist das die Lösung. Dann kommt auch. Nein, dann kommen wir hier rein. Und gar nicht. Ja, gut. Sind wir hier gefangen oder was? Wenn ich hier lang gehe, dann wird hier rumgeflippt. Nach links komme ich auch nicht. Und was umstellen kann ich auch nicht. Okay. Oder nicht okay. Wie wird's gemacht? So wird's vielleicht gemacht. Ja, hier. Da drauf. Dann da drauf. Jetzt ist die Frage, welchen Trainer wir herausfordern. Karatemeister oder Domteur? Karatemeister. Wir müssen Abwechslung. Ich bin der Karatkönig. Bis hierher und nicht weiter. Ich besiege dich. Besiegle dein Schicksal. Jo, ein weiteres Pokémon. Schwarzkurz. Jo. Meteorok. Na komm, das kriegen wir doch hin. Das eine Pokémon hält uns noch auf vom Ziel. 5 AP haben wir noch auf Eisstrahl. Scheiß drauf. Angegriffen wird. Wir bahnen uns den Weg frei. Sehr gut. Fertig haben wir es. Schwarzgurt besiegt. Der Karatkönig wurde entthront. Du wünschst 1316 Pokémon-Dollar, die sich gleich aus dem Kampf gehen. Schwarzgurt hervor. Alles Klärchen, Wunderbärchen und weiter voran. Oha. Kurz mal speichern. Und da entpuppt sich der Arena-Leiter. Da haben wir es gesehen. Helmer heilen, Stärkungstasche. Medizintasche. Belebung können wir gebrauchen. Es wird ein epischer Kampf. Na komm, einmal heilen. Das Team aufheilen. Sehr gut, Supertränke. Bräuchten wir für den Kampf, aber gut. Blacky. Wir wollen schon aufgeheilt im Kampf. Nicht geschwächt hinein. Das wäre ein Fehler. So.
Gegengift haben wir genügend dabei. Daran mangelt es nicht. So, haben wir noch ein bisschen AP. AP Heiler und so weiter. Top Erter. Fühlt AP einer ausgewählten Attacke auf. Ja, das wollen wir hier. Eisstrahl. Sehr gut. Bestens vorbereitet. So kann es im nächsten Part aufgehen zum Arenaleiter der 8. Pokémon Arena. In Pokémon Let's Go Evoli. Seien wir mal gespannt. Mein Gefühl sagt mir, dass wir mit der Zeit schon ordentlich hinkommen. Es viel passiert im heutigen Part. Nächster Part sehen wir hier. Ob ich nachher so euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Part wieder auf diesem Kanal, in diesem Let's Play. Es wird spannend, bleibt dran, haut rein und ciao, ciao.